Kommen wir zu Monday Night. Und es ist ein richtiger Banger, Leute, ich sag's euch. Die Eagles bei den Cowboys, die Eagles, ja, ich gebe dir erstmal 3,5 Punkte, bevor wir da tiefer reingehen. Auf die Eagles? Ja, genau, auf die Eagles tatsächlich. Da werde ich raufgehen. Ja, ich hab's auch gemacht. Sorry, ja, tut mir leid, dass wir so viel gleich tippen, aber ja, muss sein. Eagles, ich glaube, beenden damit ihren brutalen Stretch an Games. Haben die Dolphins gespielt, da waren die Commanders einmal da drin, aber dann waren es die, was waren es? Chiefs, Bills, Cowboys waren mit drin, Niners und jetzt nochmal die Cowboys. Und dieses Narrativ, jetzt wo sie einmal geklatscht wurden von den Niners, dass oh, die Eagles, die sind eigentlich schlecht oder nicht so gut und der Rekord trügt über das hinweg, was sie eigentlich sind und sowas. Leute, die haben, guck mal, gegen welche Teams die spielen. Erwartet die, also du kannst ja nicht sagen, dass sie jedes Spiel irgendwie, weil sie strugglen und eng gewinnen, dass das keine Leistung ist. Erwartet ihr, dass die über die Cowboys, über die Niners, über die Chiefs, über die Bills, über die Dolphins, dass sie über die wegfahren und mit 20 Punkten Unterschied gewinnen? Natürlich strugglen die. Das sind die besten Teams der Liga. Also wenn die Eagles jedes Spiel da mit 10 Punkten Unterschied gewinnen würden, dann das wäre abnormal. Das ist so schon krass genug, dass sie die Spiele alle gewonnen haben. Haben halt irgendwie in 13 Tagen oder was war das, in 12 Tagen dann 3 Spiele gehabt, dass du nach so einem Stretch, wo du so extrem schwierige Spiele gehabt hast, auch in kurzer Zeit, und die Niners hatten halt wirklich auch deutlich mehr Zeit auch zur Vorbereitung als die Eagles, war halt Fakt, dass du dann irgendwann nicht mehr dein A-Game bringst und mal einmal geklatscht wirst. Come on, das ist Regular Season. Ich finde, die Eagles sind krass overhated. Ja. Wirklich. Also erwartet man, dass die jede Woche mit 10 Punkten Unterschied gewinnen gegen die besten Teams der Liga? Peile ich nicht. Ja. So, deswegen, stop the hate. Das ist ein krasses Team. Dankeschön. Wir haben interessante Fragen im Chat. Rounders, Eagles, Ja. Cowboys. Verlieren Eagles den First Seed oder sind die Cowboys nur top gegen Naja-Teams? Das ist was, was wir sehr, sehr beobachten müssen bei den Cowboys. Ja. Weil, warte mal, ich mach's mal kurz auf. Die haben nämlich wirklich diese Saison, also klar, Dak Prescott spielt eine in Anführungszeichen MVP-würdige Saison. Zumindest jetzt über den letzten Stretch, ne, spielt er wirklich Genau, überragend. Anfang der Saison. Das ist ja auch mal, das Narrativ ändert sich ja sehr schnell. Anfang der Saison habe ich noch, ich glaube, Stephen A. Smith müsste es gewesen sein, viele Leute in diesen amerikanischen Talkshows gesehen, die gesagt haben, ey, die haben einen Super Bowl Roster, aber Dak Prescott ist kein Super Bowl Quarterback. Der ist zu schlecht dafür, bla bla bla. Jetzt spielt er ein paar Spiele gut und Leute wollen ihn als MVP sehen. Was man halt sagen muss, und das ist ein Fakt, warte mal, 23, die Cowboys haben im Grunde genommen nur gegen schlechte Teams gewonnen. Also wir haben die Giants 40-0 in Woche 1 geklatscht, dann gegen die Jets mit Zach Wilson haben sie gewonnen, gegen die Cardinals haben sie sogar verloren, gegen die Patriots haben sie noch gewonnen, gegen die Chargers haben sie gewonnen, gegen die Rams haben sie gewonnen, okay, das kann man zählen meiner Meinung nach. Dann nochmal gegen die Giants gewonnen, gegen die Panthers gewonnen, gegen die Commanders gewonnen, gegen die Seahawks gewonnen. Also, das Rams Seahawks ist so das höchste Level an Teams, gegen die sie gewonnen haben. Verlierst aber gleichzeitig gegen die Cardinals, gegen die Eagles und gegen, wen haben sie noch verloren? Niners. Gegen die Niners, und das auch alles relativ doll. Also, die Cowboys haben was zu beweisen dieses Ja. Wochenende. Aber Fakt ist auch, hat einer sonst geliefert, Cowboys diese Saison noch gar nicht zu Hause verloren und die letzten 4 Heimspiele gegen die Eagles gewonnen. Das stimmt. Das stimmt. Also, das, ja, es gibt vieles, was für die Cowboys spricht. So, die müssen halt jetzt auch einfach nur dann liefern, ne? Ja. Ja, im Chat ist auch die Meinung, dass die Eagles die ganze Saison schon schlecht spielen oder dann unter ihren Möglichkeiten spielen. Jein. Ich gehe halbwegs mit. Also natürlich mit der Line, mit den Waffen, mit dem Quarterback und so erwartest du natürlich, dass du überragenden Football spielst. Und das ist es nicht immer. Aber am Ende, wen interessiert denn das, wenn du die Spiele gewinnst? Und wie gesagt, wenn du halt gegen krasse Teams spielst und du gewinnst am Ende, dann, also stell dir mal vor, das hätte ja jetzt gerade die letzten Spiele gegen Dolphins, Cowboys, Niners und was das nicht alles war, das hätte ja genauso der Playoff-Run sein können. Und wenn sie am Ende den Super Bowl gewinnen und die gewinnen jedes Playoff-Spiel mit 2 Punkten oder so Unterschied,
wen zum Henker interessiert denn das? Ja. So, deswegen, ja, also klar, das ist nicht unbedingt das A-Game. Jalen Hurts ist halt auch nicht der Quarterback, der dir so eine, das muss man, glaube ich, an dem Punkt langsam attestieren, nicht der Quarterback, der dir eine zuverlässige, normale Kurzpass-Offense spielen kann. Mhm. Kann er nicht. Was er halt macht, ist eine Elite-Offensive-Line haben, die im Run-Game selber für sich selber natürlich auch nutzen. Dementsprechend produktiv ist er ja auch am Boden. Tush-pushen, was das Zeug hält. Und was er halt wirklich richtig gut macht, sind halt diese Big Plays. Ne? Mhm. Also tiefe Bälle, gerade auf Außen Richtung AJ Brown und sowas. Die sind halt überragend. Wirklich sein Deep Ball, aber so was das ganze kurze Quick Game angeht und so, ist gar nicht seine Stärke, ist nicht sein Spiel. Und das ist halt das eine, was den Eagles fehlt. Sie kommen dann halt immer entweder, okay, entweder wir laufen oder wir machen Big Plays. Es gibt nichts dazwischen. Mhm. So. Und deswegen brauchen sie dann teilweise in den Spielen relativ lange und fangen erst in der zweiten Halbzeit oder sowas an, richtig zu scoren, weil sie dann halt merken, was funktioniert. Können wir laufen? Brauchen wir Jalen Hurts, um zu laufen? Oder machen wir es mit unserem regulären Running Back, Running Game? Oder können wir nicht laufen? Und dann brauchen wir halt Jalen Hurts, tiefe Bälle und eine AJ Brown Show. Ja. So. Da gibt es halt andere Teams, die sind da ein bisschen ausgewogener. Beispielsweise auch die Cowboys oder höchstes Beispiel die Niners, die sich halt schlagen können, wie sie wollen. Ja. Die können laufen, die können Screens werfen, die können tief werfen, die können einfach alles machen. Also jetzt im Vakuum ohne Quote, auf wen gehst du? Eagles. Ich bin bei den Eagles nach wie vor. Da gehe ich auch mit den Eagles. Wenn ihr mehr Infos haben wollt über die NFL, dann schaut gerne mal auf Twitch vorbei und auf Instagram, da findet ihr alle Infos. Und hier gerne reinsubben, dann kriegt ihr nahezu täglich neue Videos. Community Franchise ist losgegangen. Oh ja, da kommt stimmt. Auch immer was. Also es geht aufs Ende der Saison zu. Aber es kommt sehr viel auf YouTube. Also schaut da gerne rein, liken, abonnieren und kommentieren. Tschüssi. Subi. So. Nick ist zufrieden. Nick ist zufrieden, aber auch.